Und damit herzlich willkommen zurück zur deutschen Bundesliga hier auf Twitch. Wir sind in Division 1 heute unterwegs. 4 steht für Lifestyle gegen Mad Love hier unterwegs. Mit mir, dem Majora, und der 4 ist heute an meiner Seite. Hallo und wunderschönen guten Abend. Ja, mal was Außergewöhnliches. Montagabend, und die Uhrzeit ist auch sehr außergewöhnlich. 21:15 Uhr sollte es sein. Jetzt ist es mittlerweile 21:25 Uhr. Ja. Wir hatten eine kleine Verzögerung. Ja, hier in der. Die Augenblicke des historischen Div 1, 10 Minuten so. Das ist, was man immer so ein bisschen aufrechnen muss halt, ne? Das muss einfach dabei sein. Ja, heute in der Nachholwoche für die ersten 4 Divisionen. Sehen wir diesmal die Maps aus Woche 5. Die haben verschoben auf den Montag direkt. Also es praktisch ist ja fast keine Verzögerung zur vorherigen Woche. Ja, sehen wir die Maps aus Woche 5. Also das, was wir in der letzten Woche schon die ganze Zeit gesehen haben. Zetazea-Markt, Frachtschiff, Schwerfisch und so weiter. Haben wir letzte Woche durchgekaut bis zum geht nicht mehr. Weil es so schön war, jetzt nochmal. Ja, weil es so schön war, machen wir jetzt sofort weiter damit. Ja, genau. Du hast gesagt, es ist ein Nachholmatch aus der letzten Woche aus Div 1. Sei kurz angemerkt, ist ganz nett, weil, ganz Div 1 hat die letzte Woche verschoben. Das ist auch interessant, sag ich mal. Anscheinend lag letzte Woche schlecht aus unbedenklichen Gründen, obwohl er eigentlich. Obwohl, nicht stimmt, letzte Woche war kein Feiertag ausnahmsweise. Egal, nichtsdestotrotz gehen wir direkt rein ins erste Game. Naja, oder auch nicht. Oh, DC. Perfekt. Ja, also wir. Naja, dann warten wir halt nochmal ein paar Minuten. Also ich muss auch sagen, Mekomat sieht von hier. Und dann ist die Lobby gecrashed. Ja, wir kennen gerade die Info von Glacier, so ein Streamer, das von Shio, das Game gecrashed ist. Das ist natürlich gar kein Problem, damit hängen wir einfach nochmal obligatorisch 5 Minuten hinten dran, wo das Game nicht starten wird. Damit haben wir eine Viertelstunde Verspätung hinten dran. Bei der Deutschen Bahn wäre das tatsächlich ja schon eine Verspätung, weil wir über den 6 Minuten drüber sind. Aber ich sag mal so, rein ICE-technisch wäre das ja dann doch noch durchaus drin, was so im normalen Spektrum ist. Da wo man noch froh drüber ist, dass es nicht mehr ist, ne? Also. Diese 15 Minuten, die machen im Endeffekt auch nichts mehr. Hätte man eigentlich das Match auch direkt auf 21:30 Uhr legen können, aber Uhrzeit 21:15 Uhr klingt deutlich besser, glaube ich. Ja, eine Stunde quasi nach Primetime, das kann man da noch dazu zählen. Aber dann würde ich sagen, wir schauen uns einfach mal dann so lange die Historie von den beiden Teams an. 4 steht für Lifestyle hier. Wir schmeißen im Hintergrund mit Besteck durch die Gegend. 4 steht für Lifestyle bisher auf dem 4. Platz in Division 1 Gruppe A. Haben die erste Woche 5:2 gegen Malibu verloren, haben dann gewonnen 5:4, sehr knapp gegen Blanksy. 5:0 dann gegen Yumi und die Prinzessinnenbande und dann die nächste Woche darauf wieder verloren gegen Dua Lipa Fanclub. Da könnte ich auch mit reinzählen. 5:4 da verloren, also auch das sehr knapp. Muss man ehrlicherweise sagen, sehr knappe, also sehr knappe Sets insgesamt. Das macht schon mal Lust auf mehr heute. Ich schau mal im Vergleich. Mad Love dagegen hat 5:1 in der ersten Woche gegen Lumin die Prinzessinnenbande gewonnen. Der nächste Woche dann gegen den Dua Lipa Fanclub 5:1 verloren. Also da haben wir schon mal den direkten Vergleich auch. Also da hat 4 steht für Lifestyle dann deutlich closer gespielt. Die Woche 3 haben sie verschoben bei Mad Love und dann in der Woche 4 5:3 gegen Malibu gewonnen. Stehen somit insgesamt in der Tabelle einen Platz so gesehen sogar noch über 4 steht für Lifestyle, weil sie halt einen Loss weniger haben. Ja, an sich beide sehr knapp zusammen. Ich würde mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, mit dem Platz für die Playoffs wird es tendenziell eher noch schwierig, aber Mad Love hat ja noch 2 Sets zu spielen, also nachdem dann noch 1. und 4:4 steht da, ist dann tendenziell erstmal das letzte Set hier in dieser Gruppenphase. Ja, und wenn man sich mal die Punkte ansieht, sieht man auch, dass für Mad Love tatsächlich noch die Playoffs möglich sind. Dazu müssen jetzt aber das jetzige Match gegen 4 steht für Lifestyle und dann ihr anderes Nachholmatch gegen Blanksy beides gewinnen. Dann würden sie sogar von den Punkten her noch über Dua Lipa Fanclub stehen mit einem Punkt mehr.
Ja, das ist richtig. Kommt natürlich noch darauf an, wie dann Dua Lipa Fanclub im Endeffekt dann spielt. Das steht dann auf jeden Fall nur erstmal in der Zukunft. Die müssen noch das Woche 5 Match auch ebenfalls natürlich nachholen. Das ist das Einzige, was die noch nachzuholen haben. Haben aber im Moment natürlich gute Chancen, wenn man bisher 3-1 steht. So. Wir haben wieder alle Spieler in der Lobby. Mittlerweile sind sie angekommen. Alle auch in ihre richtigen Teams eingeteilt. Und wir warten nur noch die letzten paar Sekunden in der Lobby, dass hier die Waffen fertig ausgewählt werden. Ich persönlich muss sagen, habe eigentlich Christoph Yushi Forever, der hier bei 5 steht, vielleicht Lifestyle steht. Eigentlich keine Ahnung, was wir hier wirklich sehen werden. Also es sind durchaus bekannte Gesichter, aber eigentlich weiß ich nur, dass Yushi wahrscheinlich sehr viel mit Blush unterwegs sein wird und seinen Sticks. Oh, Bio spielt Bogen. Das finde ich sehr interessant tatsächlich, wenn wir hier jetzt tatsächlich einen Stringer, Tri-Stringer oder Reflex sehen. Das würde ich echt super cool finden. Ja, das wäre auch mal ein bisschen Abwechslung, weil man sieht ja nicht so häufig jetzt Bogen. Vor allem nicht in der aktuellen Meta. Da sieht man vor allem Pencil als Charger oder auch den Elite. Aber im Bogen, der kommt fast gar nicht mehr vor. Aber ja, damit gehen wir jetzt auch direkt rein in die erste Runde. Diesmal hoffentlich wirklich. Ja. Und er spielt Pencil. Pencil spielt er. Ja, Shio mit dem Pencil. Da falsche Information aus dem Hintergrund. Also da hat er sich dann deutlich getraut, den Bogen rauszuholen. Sonst mit der Bubble vom Junior auch sehr interessant. Ich sag mal, von der Range her ähnlich wie in Sploosh auf jeden Fall. Aber Bubble mit dem Nerf aus dem letzten Patch auch interessant. Noch dazu 52 Deku hier direkt links am Fighten gegen den Slosher. Verliert den Fight, das heißt erstmal kein Early Screen. Ohne noch Contest in den ersten paar Sekunden. Sieht aber aus, als wird es gleich in Favor von unserem türkisen Team hier. Von Team ja, von Fifty Lifestyle gehen. Fifty Lifestyle. Genau. Die haben auch erstmal die Zone bekommen, aber Mad Love pusht da aggressiv rein, kriegt jetzt den Zone-Flip und können die Zone jetzt erstmal ein bisschen halten. Strikes kommen noch raus und pushen 4-Stufe Lifestyle ein bisschen zurück. Da kommt noch die Zuka raus, kann vielleicht einen Pick finden, findet keinen Pick, aber die Punkte gehen weiter runter. Jetzt kommen die Counter-Strikes von 4-Stufe Lifestyle rein und die können tatsächlich die Zone erlangen. Ja, zusammen mit dem Splattercolor-Screen und der Pencil painten wir die so natürlich wie noch was. Wir sind beim Junior jetzt hier dabei, einer down auf jeder Seite. Der hat die Bubble jetzt dabei und wir sehen, die ganze Mitte gehört im Endeffekt gerade 4 steht für Lifestyle. Mit den Cooler jetzt können sie reingehen. Hier die Bubble jetzt auf Right Stack, das ist auf jeden Fall immer sehr stark. Wir sehen hinten links, glaube ich, da ist gerade ein Flank unterwegs oder so. Der Slosher, man weiß es nicht genau. Aber wir sind immer noch beim Junior hier dabei. Jetzt die Führung für 4 steht für Lifestyle. Es sieht so aus, als würde Madloff jetzt hier reinkommen wollen. Ja, sie wollen reinkommen, haben die Strikes geworfen, haben die Zone bekommen. Von links kommt noch eine Zuka, die konnte, glaube ich, auch keinen Pick finden. Und generell fallen die generell fast gar keine Kills. Jetzt hier aber zwei auf beiden Seiten auf einmal. Und jetzt nur noch der Slosher übrig auf Seiten von Mad Love. Die haben die Zone noch, müssen sie es versuchen zu halten, haben auch nicht die Führung. Und es wäre natürlich jedenfalls sehr, sehr wichtig, wenn sie jetzt die Führung bekommen würden. Strikes kommen raus von 4 steht für Lifestyle. Und können die Zone cappen. Ja, können die Zone wieder zurückcappen nach der wirklich sehr langen neutralen Phase hier. Jetzt wieder alle vier unterwegs. Better Color Screen von 4 steht für Lifestyle, fliegt nach vorne. Das Slosher hier immer noch auf dem Right Stack sehen, muss jetzt aber sich dem Junior geschlagen geben mit der Bubble da wieder. Jetzt die Penalty-Punkte auch schon wieder abgebaut für steht für Lifestyle, damit jetzt unter der 50-Punkte-Marke. Cooler wieder raus für Madlove, aber einer down, der Shot down auf deren Seite mit den Strikes, versuchen sie die Zone zu holen. Und jetzt nur noch die 52-Geld, das ist enorm wichtig jetzt hier für 4 steht für Lifestyle, dass sie hier das behalten konnten. Jetzt unter die 35-Punkte-Marke sogar, zwei down aber jetzt von deren Seite und jetzt können sie sich die Zone dann doch mal flippen. Ja, sie haben die geflippt bekommen, aber es ist wieder einer tot, der Shot ist wieder tot. Pencil hat Cooler ready, wird die wahrscheinlich auch gleich usen. Aber sie muss aufpassen, wird da geflankt von der Geld, kann wunderschön den Kill rauskriegen. Und jetzt sieht es schon wieder ganz anders aus. Full Wipe gegen 4 steht für Lifestyle. Und jetzt wollen Mad Love ordentlich Punkte abbauen. Sie haben auf jeden Fall ordentlich Pain, haben zwei, haben jetzt drei Specials ready. Usen die Zuka, kommt raus, kriegt zwei Picks. Oh mein Gott, das war strong. Zuka kriegt zwei Picks und sie haben fast wieder die Führung. Sind jetzt bei 32, kriegen die Führung und das läuft super für Mad Love. Absolut, das Blatt wendet sich quasi komplett. Jetzt sind wir mit den Strikes hinterher und schauen mal, wie weit vorne die sind. Hier steht vielleicht im Moment ohne jegliche Möglichkeit wieder zwei Down auf der Seite. Die letzten 10 Punkte jetzt in der Zone, einer Down auf jeder Seite. Jetzt, sie müssen schon, dass sie reinkommen, aber das sieht mir aus, als würde das gar nichts werden. Der Junior versucht es mal mit dem Last Ditch Effort, wäre fast nochmal eine neutrale Zone gewesen, aber Madlove hat das Game komplett am Ende nochmal gedreht. Auch wie schnell die da nach vorne gepusht haben am Ende. Unfassbar stark gemacht am Ende und somit auch völlig verdient das 1-0 an der Stelle. Ja, also das war da ein ultra starker Wipeout dann
der sehr, sehr wichtig war. Und dann die Suka danach noch. Also das hat ihn auf jeden Fall ordentlich Punkte gebracht, wo hier steht für Lifestyle gar nicht reinpushen konnte. Und das hat ihn im Endeffekt dann auch, glaube ich, den Sieg geschenkt. Ja, ich sag mal, mit der Special-Koordination, die dann auch am Ende rauskam, wir haben ja gesehen, dass Medlov am Ende nochmal mit der Suka auch wirklich die zwei Picks auf den Pencil und ich glaube auf den T-Tick bekommen hat. Das war kritisch, wirklich. Das war kritisch, weil ich meine, sie waren schon kurz davor, die Lead zu holen und dann ist natürlich unmöglich. Ich meine, wie soll man dann noch irgendwie im Spawn sich irgendwie Specials zusammen farmen? Das ist quasi ein Ding der Unmöglichkeit und somit war es dann auch mehr oder weniger schnell vorbei, die verbleibenden Zone-Ticks dann auch rum. Das Juni am Ende, muss ich am interessant sagen, dass der am Ende noch so weit dann reingekommen ist und doch fast die Zone noch alleinig oder gegen zwei anhalten konnte. Das war schon krass. Auch mit der Bubble natürlich kann der dann vielleicht sein Spiel noch mit reinbringen. Also vielleicht mit ein bisschen mehr Zeit wäre das vielleicht sogar noch was geworden. Also ja, man hat im Endscreen auch gesehen, dass sie dann, nachdem das Spiel vorbei war, dass sie noch angehalten wurde in die Zone. Mhm. Also mit ein bisschen mehr Zeit hätte da noch ordentlich was passieren können. Aber der Junior war halt im Endeffekt viel zu alleine und konnte da auch nichts ausrichten gegen die Übermacht von Mad Love, die dann in der Zone stattfand. Und ja, vielleicht, wenn die Mates noch ein bisschen da gewesen wären und sie ein bisschen Zeit gehabt hätten, hätte da noch was entstehen können. Aber halten wir uns nicht zu lange damit auf. Gehen wir erstmal in Map 2 rein. Hier sehen wir wieder Frachtschiff Schwerfisch auf Turmkommando. Das, was wir in der letzten Woche schon gesehen haben. Ja, diesmal allerdings mit einem Division 1 Team. Und damit gehen wir direkt rein. Ja, Team sind bereit. Erstmal kurz zur Map. Ich würde sagen, es ist keine allzu gute Pencil-Map tatsächlich. Also sowohl mein Team als auch viele andere opten hier tatsächlich auf die Added Splatling. Wir sehen jetzt hier allerdings Shio mit dem angekündigten Bow von vorhin und der Tent. Auf der anderen Seite sehen wir ganz normal den Pencil weiterhin mit einer ja, sehr standardmäßigen Comp, wie man sie so spielt. 4 steht für Lifestyle hier tatsächlich komplett, also nicht off-Meter, aber schon interessant, aber auf jeden Fall ohne Cooler dabei. Ja, das stimmt natürlich. Also sie haben irgendwie den Cooler komplett ausgetauscht, haben natürlich aber auch mit dem Junior richtig starke Bubble und er hat seinen Bubble schon direkt ready. Also der geht ordentlich auf Special und sie gehen jetzt auch direkt rein. Strikes kommen noch als Unterstützung raus und sie machen da ordentlich Probleme gerade. Kriegen die Picks, 2 Picks, 2 tot auf Seite von Mad Love und der erste Checkpoint geht direkt durch für 4 steht für Lifestyle und sie wollen gar nicht aufhören zu pushen. Also es geht immer weiter, immer weiter. Der Turm fährt weiter, ist jetzt schon fast beim zweiten Checkpoint. Aber da kommen die Strikes von Mad Love raus. Die Suka kommen auch hinterher und können erstmal den Push ein bisschen verlangsamen und der Turm fährt langsam wieder in die Mitte zurück. Ja, man hat die Verzweiflung gesehen von dem Suka-User hier, von dem Shot, wie der einfach versucht hat, irgendwie ins Wilde mit der Suka was zu treffen, muss sie sich enorm zurückziehen wegen dem enormen Chip, der natürlich der Tri-Stringer hier raushaut mit seinen explosiven kleinen Projektilen und dann noch mit der Whale hinterher. Der T-Tech aus dem Gegnerteam kann hier rausgenommen werden, aber die Bubble auf dem Tower natürlich auch im extrem schwierig. Hier der Shot jetzt auf den Grades zwar coolert, kann hier vielleicht was holen, aber muss aufpassen, der kriegt hier auch so viel Damage rein. Hat jetzt wieder die Suka im Anschlag, hat davor einen Kill geholt, aber wir sehen, es ist unfassbar viel Orange auf der Map. Hier von 4 steht für Lifestyle. Also Mad Love tut sich hier wahnsinnig schwer reinzukommen. Also Mad Love, die versuchen jetzt zu pushen und sind jetzt auch direkt am ersten Checkpoint, aber sieht nicht so gut aus. Also da kommen jetzt die Killer Whales raus, können es ein bisschen aufhalten. Der Ten kommt noch rein, kann da vielleicht was machen, stirbt aber. Und das ist, oh mein Gott, jetzt sind 3 tot auf Seite von 4 steht für Lifestyle. Und das nutzt Mad Love sofort aus, pusht rein und kriegt gleich sogar wahrscheinlich die Führung. Oh. Haben jetzt die Führung und 2 wieder tot auf Seite von 4 steht für Lifestyle. Das ist ja unglaublich. Also was sie da rausballern. Jetzt wieder die Suka, kann den Ten shreddern und sind jetzt auch direkt durch den zweiten Checkpoint durch und fahren direkt aufs Ziel zu. Wieder 2 tot auf Seite von 4 steht für Lifestyle. Strikes kommen noch raus und jetzt nur noch der Bogen und das ist das Game, oh mein Gott. Gleiches Spiel wie im Game davor. Gewartet, den ersten Push abgewartet und dann, sobald dieser eine, naja, fast Full Web rauskam, haben wir gesehen, Shio war der Letzte, der noch auf dem Feld war, für 4 steht für Lifestyle, musste sich dann komplett in den Spawn zurücksetzen. Also basically war es ein Wipe und dann stehen da vorne der Shot und die 52 und machen einfach den Spawn komplett dicht. Ja, das war unglaublich, was sie da zum Schluss mal rausgehauen haben. Es war wirklich fast wie im Match zuvor. Erstmal Push, erstmal die Gegner pushen lassen und dann ordentlich
reinballern und beide Male hat sehr gut funktioniert, beides KOs und ja, also was sie da machen, das ist wirklich unglaublich. Ja, das ist natürlich ein Problem, bei 4 steht für Lifestyle. Ich meine, auch mitbedingt natürlich durch den fehlenden Cooler einfach. Du kannst halt nicht einfach reinrennen, so wie es Medlav macht, mit Cooler reinrennen, einfach so, als ich meine, im Endeffekt passiert nichts. Du hast einen unfassbar schnellen Respawn, du hast volles Special beim Respawn. Im Endeffekt, wahnsinnig viel kann dir nicht passieren. Klar, der Tent auf Seiten von 4 steht für Lifestyle kann unfassbar das Team runterslowen, das Gegner-Team. Aber wenn der halt allein ist, wir haben es am Ende gesehen, er wollte halt von hinten alleine nochmal kommen, irgendwie in den Flanken, aber da waren dann auch 2 bei Tower. Du kannst ja ohne den Paint, also kannst du mit Tent nicht so wahnsinnig viel machen, aber und das ist genau das Problem. Sie haben einfach nicht die Kombination von Waffen und eben ohne den Cool auch nicht die Möglichkeit reinzugehen wieder, sich aus dem komplett gestaggerten einfach wieder raus zu befreien. Und das ist auch das Medlav bisher zweimal in Folge sehr, sehr gut geschafft hat, dieses von komplett auf Defense, komplett zurück in die Offense und dann basically den Gegner spawnen und nie wieder rausgehen. Ja, also sie haben das sehr gut verinnerlicht. Sie können da sehr schnell hin und her switchen, von Defense zu Offense. Und das fehlt, viel steht für Lifestyle so ein bisschen. Also sie brauchen da viel Zeit, um sich anzupassen. Der Vorteil, den sie natürlich haben, ist der Junior mit der Bubble, den wir jetzt gerade gesehen haben. Und auch schon im Match davor. Und natürlich enorm viel Paint, was sie hatten. Aber mal sehen, wie das jetzt auf der dritten Map Muschelchaos auf Senkluft wird. Ob sie da vielleicht jetzt bessere Chancen haben. Ja, irgendwas müssen sie ändern, weil ich sag mal, jetzt haben wir zweimal das gleiche Muster gesehen, bleiben hier auf der, ne, nicht der gleichen, komm, weil wir haben jetzt wieder den Cooler gesehen auf Seiten von 4 steht für Last, allerdings nicht in Form von dem Panzer, sondern in Form von einer Insel, auch immer sehr beliebt natürlich. Im Endeffekt eine der beiden einzigen Viable-Waffen, auf denen du Kuda tatsächlich aktiv spielen kannst. Shio weiterhin auf dem Boden, finde ich sehr interessant. Auch mit Object Shadow dabei, ist natürlich gegen die Bubble sehr, sehr gut. Aber ja, wenn halt die Gegner die Bubble hätten, die haben sie nämlich ihr eigenen Team, merke ich gerade. Jetzt müssen sie wieder schauen, wie kommen sie rein? Mit dem Ten tendenziell immer eher gut, natürlich hier bei Clamlets rein zu pushen. Hier die Way kommt raus von Shio, auch der Cooler ist jetzt online nach einer tatsächlich relativ langen Zeit, knapp 25 Sekunden waren es. Bubble vorne drin, Junior down, Suka, alles fliegt durch die Gegend. Etwas stärkeres Opening hier von Medlav erstmal. Ja, sie haben auch mehr Clamps jetzt, haben auch schon die Special Ready und kriegen auf jeden Fall schon mal 3 Picks jetzt raus. Nur noch die Zap ist übrig und das sieht mir schon sehr stark nach dem ersten Push aus, den sie jetzt hier gleich starten. Spikes kommen wahrscheinlich gleich noch raus. Ja, schmeißen sie jetzt direkt hin und sind wieder, ist wieder einer tot. Von 4 steht für Lifestyle. Zuka kommt jetzt noch raus auf beiden Seiten. Kann den Ten noch rausholen. Aber ihm fehlen so ein bisschen die Clamps. Und das war es dann auch direkt mit dem ersten Push. Aber bis 60 ist auf jeden Fall schon mal ein sehr starker Eröffnungspush, den sie hier rausgehauen haben. Absolut. Erstmal schön 2 Big Clamps reingezimmert. Jetzt die 52 rausgenommen. Jetzt 3 down insgesamt bei Medlav. Das heißt, hier kann 4 steht für Lifestyle jetzt die Mitte zurück. Aber schau mal, wie langsam die sind. Aber die müssen jetzt eigentlich schon viel weiter vorne sein. Die müssen dann nach vorne. Shio sogar quasi fast mit in der Mitte steht jetzt top mit. Der Ten versucht über links um reinzugehen. Aber muss schauen, dass er hier natürlich nicht komplett down geht. Der Cooler haben sie mitgenommen hier. Aber wieder 2 down. Push-Möglichkeit komplett verpasst. Einmal für 4 steht vielleicht einfach zu langsam gewesen. Eben durch den coolen Respawn von Medlav. Der Kleckser wieder vorne jetzt drin. 2 down wieder bei 4 steht vielleicht. Dann sind sie wieder komplett im Defense-Modus. Im Moment keine Clamps vorne drin. Der Pencil down. Das ist schon mal wichtig. Aber beide cooler User jetzt quasi hier nicht im Game sind. 3 Minuten noch und 4 steht für Lifestyle immer noch mit dem Rückstand ohne richtigen Push bisher. Ja, da ist wieder einer tot gegangen, die uns Medlav versucht da wieder reinzugehen. Und ja, sie haben eine Big auf jeden Fall schon mal ready, haben auch so extrem viele Clamps und kriegen auch weiterhin richtige Picks. Zum Beispiel hier vom Schwapper hat hier einen sehr schönen Pick rausgeholt auf den Tent. Und ja, 4 steht vielleicht, macht sich hier schwer, wirklich mit dem Umswitchen von Defense zu Offense. Also, das ja, klappt nicht so ganz. Jetzt geht ja auch wieder die Zap drauf. Ja, der Splat auf die Zap, der tut natürlich enorm weh. Der hatte gerade den Cooler quasi schon im Anschlag, schon alles ready getan gehabt, um dann da rausgenommen zu werden. Aber klar, wenn du dich alleine da halt in die Bottom Area stehst, ist es, naja, irgendwo abzusehen. Wir schauen Shio zu, der hier versucht wieder irgendwie diese Left Area zu halten. Da ist aber keiner links durchgeschwommen, das habe ich ganz genau gesehen. Ja, das ist nämlich Lavi mit der 52 durchgelaufen, Full Wipe einmal und da kommt jetzt einmal auf jeden Fall Medlav wieder rein. Big Clam ist schon mal drin und die haben noch ein paar Clams im Anschlag. 8 waren es gerade, der Zähler tickt runter wie noch was. Bei 33 sind sie, müssen schauen, wo sie die nächsten Clams bekommen, aber
Wir sehen, 4 steht für Lifestyle, die Zap wieder down. Wieder kein cooler, auch der Junior jetzt down. Die sind hier im kompletten Defense-Modus, aber kommen nicht ansatzweise quasi zu ihrem Korb. Nur der Tent kann sie irgendwie versuchen. Coole jetzt sogar auf der Gegenseite online. Von Jul hier mit dem Pencil rausgebracht. Könnten hier eventuell nochmal ein paar Claims scoren, wenn der Counter noch ein bisschen länger gewesen wäre. Unfassbar. Ja, also das war wirklich, man sieht es hier wirklich, 4 steht für Lifestyle, kommt nicht wirklich rein. Sie sind viel zu langsam und Mad Love ist im Gegensatz deutlich schnell. Also was die da machen, es ist wirklich Hochgeschwindigkeitszug und Mad Love eher so altes Auto auf der Landstraße. Schaffen dann nicht wirklich was. Haben jetzt auch nur den Cooler ready. Aber ist wieder der Bogen rausgenommen. Ten versucht hier wieder eine Einzelaktion zu machen, aber schafft das auch nicht. Geht auch wieder drauf. Und Mad Love hat hier währenddessen wieder super viele Clams. Hat eine Big Clam. Und auch super viele Specials und alles. Und auch was sie vorgelegt haben am Punkt. Sie sind ja bei 24. Und das muss ich den Fleißer auf jeden Fall erstmal einholen. Und sie haben halt fast gar keine Clams. Haben jetzt hier eine Big zusammen sich geschustert. Aber jetzt wäre doch mal eine Möglichkeit. Jetzt, wo der Pencil down ist, wo jetzt auch die 52 down ist, jetzt wäre doch die Möglichkeit, mal reinzugehen. Der nächste down. Eigentlich nur noch der Slosher mehr oder weniger. Jetzt wäre doch die Zeit. Sie haben die Bubble immer noch da. Auch die Trezuka ist da. Komm, geh nach vorne. Bubble steht offen und damit jetzt auch der Korb offen. Genauso wie ich gesagt habe. 30 Sekunden noch auf der Uhr, aber fast keine Clamps. Da von hinten kommt jetzt die Big Clam reingejumpt. Wahrscheinlich gleich der Tent geht down. Wo bleibt die Big Clam? Jetzt jumpt sie rein. Wir sehen den Jump Spot. Und die nächste Big Clam vorsichtig. Ja, nur noch ein Punkt Unterschied. Sie brauchen eine Clam. Und hinten kommt Shio mit einem Clip, das ist der Lichtwechsel! Und sie kriegen den Lichtwechsel tatsächlich hin mit einem unfassbar starken Push. Oh mein Gott, wie stark war der denn? Und das wird jetzt schwer für Mad Love. Sie brauchen Clamps und sie müssen schnell sein. Sie haben nur 20 Sekunden für den Push. Die Pity ist ready, die wurde genommen. Und jetzt müssen sie auf jeden Fall sehr, sehr stark reinpushen. Der Junior ist draußen. Coole haben sie noch ready. Die kriegen die Big rein und jetzt müssen die Clamps nachkommen. Und sie kriegen die Clamps nach und es ist Führung. Was? Wie bitter für 4 steht für Lifestyle. So ein phänomenal gutes Comeback. Genau nach. Wirklich wie aus dem Textbook. Perfekt gemacht eigentlich, wie du es machen musst. Sogar dann hinten mit der Big Clam gejumpt, mit der nächsten Big Clam gejumpt, bitte. Nochmal nächsten Big Clam. Und dann die Clams kommen von hinten nach und dann so bitter am Ende nochmal verloren. Oh. Ja, also zum Schluss. Also 4 steht für Lifestyle, hat sich da wirklich angestrengt, hat wirklich einen sehr starken Push aufgebaut. Und dann wurde das quasi so komplett denied, weil dann Mad Love gekommen ist und in der Overtime dann noch eher ihren Push, der auch sehr stark war, einfach nochmal erweitert haben. Also beide Teams extrem stark. Also ich muss sagen, nach den ersten so 3 Minuten oder 4 Minuten des Games war ich schon so an dem Punkt, wo ich gesagt hätte, 4 steht für Lifestyle, muss tatsächlich ihre Comp hier irgendwie komplett einmal changen, aber nee. Sie haben uns gezeigt, was Div 1 bedeutet, dass Div 1 auch bedeutet, dass man aus einem 2-0 ganz schnell ein 2-1 machen könnte, aber Mad Love hat dann nochmal gedreht mit den Specials, den die vorne eigentlich die Universe Card gepullt, so gesehen. Das, was 4 steht für Lifestyle gemacht hat, hat genau Mad Love genau so wieder. Ja, wieder nachgemacht. Genau so, 1-1. Es ist so krass. Und auch wenn es jetzt 3-0 steht, ich route hier, dass hier jetzt 4 steht für Lifestyle noch ein paar Games holt. Das muss ich jetzt sehen. Ja, Senator spielt jetzt hier übrigens auch mit für 4 steht für Lifestyle. Wurde ausgewechselt oder irgendjemand ist raus. Ja, müsste man das halt wissen, wer das gewesen ist, ne? Ah ja, der Japaner. Was hat der Japaner gespielt, Lacey? Nee, so nämlich. So, da haben wir ihn jetzt. So, egal. Also auf jeden Fall ein Player-Change auf Seiten von 4 steht für Lifestyle. Könnte also doch sein, dass wir hier tatsächlich nochmal ein bisschen eine andere Comp auch sehen. Auf jeden Fall. Operation Goldfisch auf der Seespinnen-Skyline. Das auf jeden Fall interessant, würde ich sagen. Also wenn wir schauen, Mad Love hier mit der auf jeden Fall ja, Meta-Comp. 4 steht für Lifestyle überhaupt nicht. Aber es könnte funktionieren, wie wir gesehen haben. Und wenn ich mal so drüber nachdenke, Pencil auf jeden Fall immer gut auf der Map. Es ist halt Rainmaker.
Rainmaker ist halt an sich der Modus, wo man erstens sagt, dass man da kein Pencil pickt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was wir sehen. Ja, das stimmt. Aber bei 4 steht vielleicht, haben wir ja sowieso erstmal vermehrt den Bogen gesehen. Mal sehen, ob sie dem Bogen weiterhin treu bleiben werden. Weil so viel Veränderung gab es jetzt nicht. Bis auf gerade eben, dass sie halt mit Cooler gespielt haben. Mal sehen, wie sich das da doch verändert. Wir sehen es jetzt jeden Augenblick. Viertes Game, Rainmaker auf Crablack Capital. Hier steht vielleicht hier in Blau und tatsächlich der Pencil zurück. Und ja, ich hätte eigentlich früher drauf kommen müssen. Yoshi natürlich mit dem Sploosh, das Ding, mit dem er die 3000 XP geholt hat. Und die Top 10 X-Badge hat er damit auch dabei. Auf der anderen Seite haben wir den Wechsel tatsächlich von kein Pencil, sondern Zap und kein Shot, sondern eine Sloshin und einen Stamper jetzt. Das ist eine sehr interessante Wendung hier. Das hat sich wirklich, also da haben sie ihre Comebacks wirklich fast komplett umgedreht. Außer die Geld, die ist ein bisschen, die ist die einzige Waffe, die treu geblieben ist. Aber mal sehen, wie sich das jetzt so im Verlauf des Spiels drauf auswirkt. Auf jeden Fall schon mal ist die Geld jetzt draufgegangen. Stamp war sehr, sehr stark hier von Yoshi. Und ja, es ist wirklich noch sehr umkämpft, die Mitte. Kein Team schafft es wirklich, den Rainmaker zu nehmen. Fast eine Minute auch schon vorbei. Kennt hier sehr in der Ecke gedrängt. Und Team 2, die in der Ecke chillen. Das tut jetzt weh. Jetzt gehen die über den linken Checkpoint. Auch interessant. Aber schaffen es nicht ganz. Es ist eins der chaotischsten Rainmaker-Games bisher, die man bisher gesehen hat, einfach. Aber genau das ist es, was wir sehen wollen. Nochmal den Rainmaker gepickt, wieder rausgenommen worden. Cooler jetzt, die Plot von 4 steht für Lifestyle. Yoshi natürlich gegen den Pops einfach nicht so schlecht gegen. Und der, wenn in dir steht, dann macht er auch nichts mehr. Jetzt versuchen sie es noch mit dem Checkpoint, kriegen es wieder nicht hin. Und jetzt 2 Round bei Medler. Das ist jetzt die Chance, 4 steht für Lifestyle reinzugehen. Da kommt noch die Suche raus. Wir sehen hier Shark die Ense. Beschakt und da ist in der Mitte, da steht die 52 noch. Oh, der Rainmaker, wo will der denn hin? Der wollte, glaube ich, oben rechts hin, ist da runtergefallen. Hat aber den coolen Respawn, von dem her kein Problem. Die Suchers fliegen durch die Gegend wie noch was. Wem gehört die Mitte? Eigentlich ist es. Also man kann es ehrlicherweise nicht sagen. Der schöne Pick von der Trasuka hier eben, kriegt 2 raus. Jetzt 3 down, 4 steht für Lifestyle. Es geht wieder genauso in die andere Richtung, wie es vorher ging. Und jetzt sollte eventuell mal ein Checkpoint drin sein. Versuchen sie jetzt über den rechten Checkpoint mit Ramcan-Anschlag. Eigentlich die NZAP kann den Checkpoint jetzt endlich durchkriegen. Es hat ein bisschen gedauert. Wirklich sehr lange gedauert. Eigentlich zu lange. Dam kommt jetzt raus, kann den Rainmaker picken. Kann vielleicht noch... Nein, ich krieg ihn nicht. Das war sehr schön hier von... Und die Zucker gegen... Die Zucker gegen... Grab-Tank. Und der Kleckser holt ihn dann raus. Sehr stark der hier. Der Stamper mit dem Fight seines Lebens. Der Stamper, der wird hier nicht mehr glücklich auf diese Art und Weise. Nee. Also, jetzt kommen noch die Suka raus. Und jetzt wird 4 steht für Lifestyle komplett tot gepusht. Und Madlock holt sich den Rainmaker. Extenden weiter ihre Führung. Und du bist echt kannst du angelangt. Keine mehr zählen. Der Sploosh geht da durch wie ein heißes Messer durch Butter. Aber holt den Rainmaker und jetzt kann sich 4 steht vielleicht den Rainmaker endlich mal sichern und ihn jetzt hier sich in die Mitte zurückbringen. Allerdings, ja, Madlove geht hier trotzdem noch über die Topside. Rainmaker ist immer noch oben. Du solltest ihn vielleicht droppen, man weiß nicht. Da hinten ist noch Stamper. Er sieht ihn nicht und das interessiert ihn nicht. Ich weiß es nicht. Aber die Krabbits hier oben auch unterwegs. Der Kleckser versucht sein Möglichstes, den hier rauszubekommen. Ist aber One-Shot. Kann die Crab shredden. Wird selber rausgenommen. Dann quasi traden sich der Pencil oben. Rainmaker ist gepoppt. Man weiß immer noch nicht, was passiert. 2 down. Jetzt der Sploosh hier unterwegs. Kann, will hier. Wird rausgenommen von Stamper. Kann nichts mehr machen. Und jetzt wieder. Rainmaker muss Session von Madlove. Hier können maybe noch weiter pushen. Es ist so ein Back and Forth. Du kannst das keinem erzählen. Und die gehen zum Boden und die kriegen es nicht ganz durch, aber sie haben noch die Vorteile der Leute. Also sind auch 4 Leute da und nur, ja, die anderen sind halt respawned. Sie kriegen den Pop und wollen es doch noch machen, sind jetzt bei 5 gekommen und sie wollen es, glaube ich, noch weitermachen. Sie kriegen den Talent noch raus, gell, und da kommen noch die weiteren Jumps, 2 jumpen wieder und das wird jetzt sehr eng. Ich kann nur eine Wut gestoppt. Sie haben sie nicht resetten können. Und das tut jetzt wirklich sehr weh. Kriegen noch den Stamper raus. Und sie müssten jetzt den Rainmaker wirklich mal langsam resetten.
weil sonst tut das wirklich, wirklich sehr doll weh, weil Mad Love will hier nicht aufgehen, aufhören zu pushen und sie geht den Waymaker wieder raus. Sie können ihn nicht resetten. Ich verstehe es nicht. Seit über 4 Minuten schaue ich mir das an und ich weiß nicht, was passiert. Etienne versucht jetzt irgendwelche Dinge in der Mitte, kann hier wenigstens mit der Mine ein bisschen Schaden rausdrücken. Der Rainmaker wollte Top Raken über die Inkland. Auch das hat wieder mal nicht funktioniert. Jetzt wieder nur der Pencil. 30 Sekunden noch. Und also, was soll denn jetzt noch passieren hier? Also ich meine, gut, Madlab hat auf 5 Punkte gepusht und 4 Viertel halt hier noch nicht mehr den Checkpoint durch. Aber ganz ehrlich, bei dem, was hier abgeht... Das dreht mich. Bei dem, was hier abgeht, könnte alles noch passieren. Und diese Bilder sagen mehr als 1000 Worte. 10 Sekunden, nicht mal mehr auf der Uhr. Der Stampede mit der Trizuka zusammen kriegt den Pick nicht. Das Blue steht jetzt in dem drin, der will ihn quick bekommen. Er schlägt jetzt einfach raus. Aber sie kriegen es nicht. Sie kriegen es nicht hin. Sie kriegen es nicht hin. Und das ist der 4. Punkt für Mad Love. Oh mein Gott. Erklär mir einer bitte in, keine Ahnung, auf einer A4-Seite, was in diesem Game passiert ist. Weil ich verstehe es nicht. Also. Am Anfang ist komplette Domination von Mad Love, also. Ja. Die haben ja 4 Stunden für Lifestyle gar keine Möglichkeit gelassen, irgendwie nur zu pushen. Und zum Schluss haben sie das da auch irgendwie versucht zu dritt zu halten, während der Rainmaker da so wirklich komplett im Drop stand und nichts gemacht hat. Also ich sag mal so, ich glaube Nintendo hat das Thema Chaos für dieses Game sehr gut getroffen. Also es war wirklich komplettes Chaos. Also ist ja nichts. Ja. Ich wäre gar nicht mit den Kommentieren hinterhergekommen, so schnell hat sich das da gedreht. Naja, aber das Ding ist, es ist halt, ich fand es ganz komisch, halt so zu begreifen, was funktioniert, weil es ist irgendwie viel passiert, aber auch nicht, verstehst du, wie ich meine? Weil es sind so 50 Specials und 50 Menschen durch die Gegend geflogen, aber irgendwie ist der Rainmaker erst so in einem, eigentlich nur in einem Push so wahnsinnig weit nach vorne, so, also, es ist, wow. Ja, es war halt quasi ein einziges Getrade. Der eine hat den einen rausgeholt, dann hat der andere den wieder rausgeholt, der wurde dann auch rausgeholt und dann immer so hin und her und alle hatten natürlich auch Cooler und das ging ja super schnell. Da kamen noch Special Zucker und so weiter, Strikes habe ich glaube ich auch noch gesehen. Der Tent hatte auch ein paar Einzelaktionen gemacht und alle sind eigentlich bloß in den Gegner reingefeedet und haben nicht wirklich was bewirken können, außer halt der Push von Mad Love, der hier ordentlich wehgetan hat. Aber ansonsten ist nicht wirklich was passiert. Und das alles hat sich auf einem ultra kleinen Gebiet fast die ganze Zeit nur im Spawn von Gestiften Lifestyle abgespielt. Ja, also der gut, ja, eigentlich den Gegner-Spawn zum eigenen Spawn gemacht, aber sagen wir, beruhigen uns alle einmal ganz kurz. Wir fahren einmal ganz tief herunter nochmal für die letzten paar Sekunden, die wir hier in der Lobby noch warten müssen, bis wir in Game Nummer 5 gehen. Sonst, Raum unter Rahmen, die eventuell letzte Map-Motivator 4-0 für Mad Love ist dann doch relativ ausschlaggebend. Nächste Reverse von 4 stehen für Leipzig, würde ich auf jeden Fall nehmen. Aber nach dem letzten Game dann doch tendenziell unwahrscheinlich. Auch kein weiterer Player-Change auf Seite von 4 steht für Lifestyle. Das heißt, wir sehen auf jeden Fall die gleichen Spieler auf beiden Seiten. Die Frage ist, sehen wir auch die gleichen Comps? Mad Love mit der sehr anderen Comp, wie wir sie ja in den 3 Games davor gesehen haben. Aber es ist halt sonst. Und von dem her sehen wir, glaube ich, auf beiden Seiten Pencil. Okay, never mind. Wir sehen einen Dynamo. Was? Ein Dynamo und ein Explo. Ach so. Die haben ja eine ultra langsame Kopf. Dynamo, Explo, der Shot, der einzige, der vielleicht ein bisschen Tempo reinbringt und dazu noch der Ten. Also langsamer wollen die ja wirklich nicht werden. Aber sie kriegen auf jeden Fall erstmal die Zone. Die haben die Zone und die ersten beiden Picks. Also Tempo ist ihnen egal, Hauptsache Killkraft und das zeigen sie hier sehr dumm. Den hätten sie auch was noch gekriegt, wenn er nicht rausgedumpt wäre. Aber Strikes kommen jetzt raus auf die Zone. Der Cooler ist auch sehr spät gekommen, aber... Nach 30 Sekunden. Es ist halt, sie spielen halt die langsamste Comp, die ich glaube ich irgendwie mal gesehen habe. Aber es funktioniert irgendwie. Der kriegt ihn auch Er ist zum Tent gejumpt und hat ihn dann die beide rausgenommen.
sollte so nicht passieren. Auf jeden Fall, Zone wieder in Possession, auch viele stehen für Lifestyle. Das ist interessant. Sind immer noch in Führung, by the way. Haben im Moment keinen Cooler online. Der Dynamo muss hier kurz painten. Wie wir sehen, er rollt durch die Gegend. Das ist sehr witzig, aber ja, nach wie vor der Shot, der Videos vorhin schon angekündigt hat, der Einzige, der hier tatsächlich irgendwas machen kann. Penalty-Punkte sind raus. Jetzt die Strikes in die Zone. Der Expo will hier painten, hat irgendwie schon einen schönen Shot reingedrückt. Dynamo jetzt down, ist halt wieder kein Cooler. Wie steht für Lifestyle? Zone flippt sich. Der Tent macht wie immer sein eigenes Ding, was recht gut funktioniert, muss jetzt hier aber rausjumpen. Und jetzt die ersten Punkte für Adlaf mal von der Zone. Und jetzt schauen wir, wie hier mit 4 Stück vielleicht wieder reinkommt. Ja, sie konnten sich auf jeden Fall nur traden, aber sie haben natürlich auf jeden Fall einen Vorteil, dass alle ihre Waffen wirklich extrem viel Damage machen. Also Ten kann one-shotten, Dynamo kann mehrere Leute gleichzeitig one-shotten. Der Exo macht 90 Damage, wenn er gut trifft. Und natürlich noch die zwei Sukas. Also was Damage angeht, sind sie hier wirklich sehr, sehr gut aufgestellt. Und sie pushen jetzt auch wieder, sind fast auf der Bridge und haben die Zone in ihrer Kontrolle und kriegen die Führung auch wieder. Mad Love versucht jetzt rein zu pushen. Haben Cooler jetzt aktuell da. Zweig kam auch noch raus. Da, der Dynamo, der stand wirklich sehr ungünstig. Ja, ein paar Frames mehr für ihn, dann hätte er was rausbekommen. Die 52 versucht hier irgendwas rauszuholen, aber nee, der Expo sagt mal nö. Dann der Shot natürlich gut aufgepasst auf die Call-Out. 2 Down jetzt wieder hier bei Mad Love. Zone kann hier umgedreht werden, bevor sich Mad Love hier die Führung holen kann. Der Red Panther steht unten links unterwegs. Ich weiß nicht, warum er da steht, aber er will die Zone painten oder so. Wird jetzt vom Tent gepusht. Auch der Expo hat ein Auge auf ihn geworfen. Er sollte mehr versuchen rauszujumpen. Ja, ein bisschen zu spät gewesen. Die Punkte down für 4 steht für Lifestyle. Die nächsten Punkte werden abgebaut. Jetzt hier gleich Cooler online für Mad Love. Damit wollen sie gleich ein Opening machen. Da müssen noch die Tri-Strikes hinterher. Aber wir sehen auch, 4 steht für Lifestyle haben mit der Tri-Suche noch ein bisschen was zu schaffen bekommen. Können hier weiter die Punkte abbauen. 35 im Moment. Jetzt aber der Flip für Mad Love. Wird noch interessant, würde ich sagen. Aber wieder 2 tot auf Seiten von Mad Love. Und der Dynamo, der steht hier wirklich wieder, der steht wieder unter der Brücke und macht halt trotzdem die ganze Zeit Kills. Wird jetzt hier aber vom Slosher rausgeholt. Aber die Zone gehört immer noch. 4 steht für Lifestyle. Strikes kommen jetzt raus. Können die Zone cappen? Und jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, dass sie was machen. Gell, geht hier gegen... kriegt den Pick auf den Ex. Ja. Das ist wichtig. Aber der Dynamo holt sich hier die Zone zurück. Die 52 wird rausgenommen. Er hat sich quasi sichtbar gemacht. Dadurch, dass sie die Wave benutzt hat. Down wieder contestet, der Dynamo versucht irgendwie rauszugehen, flüchtet sich ins Tenshield, painted nebenbei wieder kurz die Zone und kann jetzt hier wieder vorgehen, aber wird von Slosh ausgenommen. Der Shot jetzt vorne auch alleine, der muss sich raustraden gegen die Enzep, aber der Tenshield nach wie vor in Zone. Jumps kommt von hinten rein mit der Tri-Strikes aus dem Gegenteam, kann sich aber in die Zone geflippt werden und da geht die 52 down an der Tri-Suka. Ja, und wieder die Zone für 4 steht für Lifestyle. Also, was sie hier jetzt machen, ihre kommt super unorthodox, aber es funktioniert extrem gut. Es funktioniert extrem gut. Ihre Penalty Points sind wieder zur Hälfte abgebaut. Der muss jetzt hier versuchen, irgendwie das war der 19. rausgeholt. Und die Penalty Points diesmal von Mad Love fast abgebaut. Aber sie müssen auch so extrem viele Punkte abbauen. Sind noch zu viert alle in der Zone. Schweißen die Strikes hier, wollen ein bisschen reinpushen. Aber 4 steht für Lifestyle, lässt sich das nicht gefallen, dann holt die wieder den ersten Pick. Der Stream. Okay, Stream läuft wieder. Und sie kriegen die Zone wieder. Kritischer Wendepunkt aber jetzt. Die kriegen die Zone wieder. Und ihre Penalty Points sind geringer als die von Mad Love. Das ist. Oh. Ich wollte sagen, es wäre ein kritischer Wendepunkt gewesen, auf jeden Fall. Wäre es auch geworden, wenn Mad Love sich hier lang genug die Zone hätte schnappen können, aber. Hier steht für Lifestyle overpowered tatsächlich mit ihrer Kombi im Moment die von Mad Love. Die letzten 5 Sekunden laufen runter von der Zone. Es sind 2 Down wieder bei Mad Love und das. Es gibt. Sie können die Zone noch contesten, aber sie nicht umpainten. Da hilft auch der Regen am Ende nichts mehr. Und das, meine Damen und Herren, ist der erste Punkt für 4 steht für Lifestyle. Die Menschheit belieft es noch nicht, aber sie haben mit einem Explosher, einem Dynamo, einem Tent und einem V-Shot gewonnen. In Div 1. In Div 1. Gegen ein +2-Team. Gegen ein Team, was Red Pencil gespielt hat. Oh. Also es ist wirklich eines der weirdesten Matches, die ich je gesehen habe. Also, ich hätte nicht mal für möglich gehalten, dass man so eine Waffenkombination in Div 1 in einem DSB-Stream spielt. Und dass man das da noch gewinnt.
zum Ende vom letzten Game ja, dass wir uns alle mal ein bisschen beruhigen sollten, ja, und so ein bisschen runterkommen sollten. Ganz ehrlich, fuck it. Was macht viel steht für Lifestyle hier? Und warum funktioniert es? Keine Ahnung. Sie kochen hier irgendwas zusammen, irgendeine schöne Suppe, aber sie funktioniert. Also die Suppe scheint auch zu schmecken. An alle Breath of the Wild-Spiele, die wissen, dubiose Matsche regeneriert auch Herzen. Ne? Also ist nicht unbrauchbar. Es ist vielleicht jetzt so ein bisschen Wendepunkt gewesen, viel steht für Lifestyle, eben mit aus unerklärlichen Gründen mit der Comp, die hier erstaunlich gut performt hat, aber es ist halt Downs und da wäre ich mir nicht so sicher, ob wir das auf die nächste Welt übertragen können mit der Comp, die sie jetzt haben, weil es wird Turmkommando auf dem Schnapperchen-Bazar sein, es ist Turmkommando, Dynamo, nicht so. Ja, Schnapperchen-Bazar. Mal sehen, was sie sich jetzt da einfallen lassen. Ob sie wieder so eine sehr, ich sag mal, komische Comp wählen. Ich würde es ihnen auf jeden Fall zutrauen. Aber ich weiß noch nicht, wie es dann im Endeffekt aussieht. Oder was Mad Love dann dagegen macht. Weil im Match davor haben sie ja auch sehr, sehr stark rumexperimentiert. Und es hat sehr stark funktioniert. Also Experimente auf beiden Teams funktionieren anscheinend besser als ihre Standard-Comp. Dann werden wir mal schauen, wie es jetzt hier läuft. Ersten Matchpoint abgewehrt von 4 steht für Lifestyle. Da ist ihre zweite Möglichkeit dafür. Im Reverse Sweep bringen weiterhin den Dynamo mit, haben jetzt auch den Bow mit dabei. Wieder auf der anderen Seite haben sie jetzt auch wieder zu entschieden, zur ersten Comp zurückzugehen. Mit dem Blue Pencil für den Cooler. Painted gleich mit den Spawn. Wir sehen es ganz rechts gleich mal. Auf der anderen Seite noch erwähnenswert auch die 52 Deko mit dem Spatter-Color Screen. Wir sehen auf der Map links hat sich die 52 gleich mal jemanden gesnackt von 4 steht vielleicht. Auch der Shot geht down bei Mad Love und maybe auch die 52 geht down. Ja, und das ist jetzt nur noch der Pencil. Das wäre extrem gefährlich. Spatter-Color Screen geht komplett im Gegner spawnen. Wir haben ein ähnliches Verhalten, wie wir vorhin schon gesehen haben. Ganz am Anfang 4 steht vielleicht sehr stark unterwegs. Mal schauen, wie weit sie hier jetzt pushen können. Einer down auf jeder Seite. Ja, sie sind mit dem Turm fast durch den ersten Checkpoint durch, kriegen den ersten Checkpoint jetzt sogar. Aber jetzt hat ihre Pushkraft auch schon ein bisschen nachgelassen. Die meisten, die vorne standen, sind jetzt schon tot. Und sterben an den Strikes. Das tat wahrscheinlich auch sehr weh. Aber den ersten Checkpoint haben sie auf jeden Fall durchbekommen. Und sie sind auch noch sehr, sehr präsent auf Seiten von Mad Love. Screen kommt jetzt wieder raus. Aber Turm ist in der Mitte. Ja. Auf die rechte Seite den Screen geworfen. Fand ich auch sehr interessant. Geht jetzt hier allerdings auf die linke Seite zusammen mit dem Shot. Holen sich jetzt hier noch kurz den Cooler ab. Will jetzt hier über die linke Seite noch irgendwas machen. Der Dynamo versucht nach wie vor immer wieder halt hier den Cooler ranzuholen. Aber muss jetzt erstmal den Cooler abwarten, der jetzt rum ist. Ich glaube, er kommt raus vom Bow. Im Moment, man wartet so ein bisschen, dass die Pick so quasi von alleine einem zufliegen. Jetzt aber wieder zwei down gewesen, geht auf Mad Love, aber hier, ich kann einen weiteren Pick holen. Hier, in der Wand, da war der andere. Da sind wir kurz hier ein bisschen verschätzt. Und wieder geht der Turm ein bisschen nach vorne. Für 4 steht für Lifestyle. Der Screen fliegt unter dem Pencil durch. Und jetzt versucht die 52 wieder reinzugehen. Bei 4 steht für Lifestyle. Overextended hier komplett und jetzt nur noch der Bow auf Seiten von 4 steht für Lifestyle. Mad Love jetzt also hier mit dem berühmten Turning Point, mit dem kritischen Turning Point hier für Mad Love, wo sie jetzt in den Games davor immer dann KO haben. Ja, und sie sind auch direkt am ersten Checkpoint, kriegen weiterhin wichtige Picks. Shot geht hier down und den ersten Checkpoint, da sie zu zweit draufstehen, kriegen sie den sehr, sehr schnell durch und haben noch nicht die Führung bekommen. Haben jetzt nicht die Führung, aber jetzt geht die Gale noch auf den Tower und sie kriegen die Führung und sie haben einen sehr guten Ausgangspunkt. Drei Leben noch. Dynamo macht da ein bisschen was. Kriegt kein Pick raus. Der Checkpoint. Mad Love ist am zweiten Checkpoint. Dynamo geht jetzt cool. Der Cooler ist sehr komisch geschmissen. Und, Gell macht auch irgendwas komisches. Und die wollen den zweiten Checkpoint erneut durchbekommen. Es passieren viele Dinge. Ich glaube, die Teams haben gerade wieder kurz irgendwie Spawn getauscht oder so. Aber jetzt kann hier 4 steht für Lifestyle sich endlich wieder ein bisschen. Diesmal schon eine Tower-Jump-Taktik.
Sie haben weiter auch einen Tower. Der Tower konnte jetzt bis 24 gepusht werden. Und das sieht jetzt wieder kritisch aus. Für 4 steht für Lifestyle. Sie sind aber schon... jetzt sind sie wirklich schnell geworden. Sind wieder sehr aggressiv. Luca kommt raus. Kann keinen rausholen. Aber sie wollen pushen. Screen ist ready, theoretisch. Könnten sie pushen. Usen sie jetzt auch. Aber sie kriegen halt keine wirklichen Picks. Ihnen fehlen die Picks auf jeden Fall. Und müssen halt rausjumpen und sterben halt selber. Was nicht optimal ist. Und Mad Love kriegt hier die ganzen Picks. Und kämpft sich wieder zurück in die Mitte. Und sie sind theoretisch auch bereit, im nächsten Push zu starten. Gehen wieder aggressiv rein. Aber sterben dann hier an der 52. Ja, mit dem Cooler aber eigentlich an sich kein Problem. Haben wir direkt gesehen, ist quasi direkt wieder respawned. Aber wir gehen in die letzte Minute rein. Jetzt der Cooler da und auch die Trizooka wird used von der Gegnerseite. Und die Tri-Strikes, Stratical Screen von 4 steht für Lifestyle, kommt rein. Einer Down auf Seiten von Madlove. Links sehen wir den Fight vom Slosher gegen die Hütti Tool. 3 Downs gewesen auf Seiten von Madlove. Erstmal kein Cooler mehr für die. Der Pencil muss zurück aus dem Spawn kommen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, nach vorne zu gehen. Für 4 steht für Lifestyle, kriegen hier vielleicht einen weiteren Trade raus. Noch hier im Verlauf dieses Pushes. 2 auf dem Tower, das ist auch interessant mit dem Dynamo und dem Bow. Der Dynamo geht jetzt top right hier gegen den Pencil. Der Bow muss vom Tower wieder runter droppen in den letzten 30 Sekunden. Von hinten kommt dann nicht der Slosher. Oh ja, nur noch der Shot und die 52, die da vorne sind. Shot kriegt noch einen schönen Pick raus, aber der Slosher ist noch in mit. Wird rausgenommen und das sieht jetzt sehr gut aus. Für 4 steht vielleicht. Zucker kriegt doch einen Kick. Zucker kriegt noch einen Kill. Und das jetzt dominieren sie das komplett. Das ist der Leadwechsel. In den letzten 9 Sekunden ist es der Leadwechsel für 4 steht für Lifestyle. 22. Nur noch der Pencil jetzt für Madlove. Madlove staggert sich am Ende hin wie noch was und das ist das Game. Das Game noch. Oh mein Gott. Sie kriegen das Game noch. Und damit steht es 2-4. Oh mein Gott. Also. Oh. Hattest du nicht vorhin was von beruhigen gesagt? Ich glaube, das haben wir nicht mehr heute. Nee, ich glaube, ich habe es ja nach dem letzten geschrieben. Also ich glaube, das wird heute. Also, das kannst du vergessen. Das kannst du komplett vergessen. Also, was 4 steht für Lifestyle jetzt hier rausgehauen hat, das ist unglaublich. Also, sie wollen das noch nicht aufgeben. Sie wollen noch weitermachen. Sie wollen noch weiter dabei sein und zeigen, dass sie es auch drauf haben. Mad Love hat ja die ersten 4 Punkte hier vorgelegt. 4 steht für Lifestyle, legt jetzt hier 2 Punkte nach. Und es sieht sehr gut aus eigentlich. Also, der Kampfwillen von 4 steht für Lifestyle ist noch lange nicht gebrochen. Ja, oh. Ich muss erstmal was trinken. Ja, ich brauche ganz viele Dinge, glaube ich, gerade. Ja, stay hydrated und Oxygen wäre noch, glaube ich, ganz gut für mich. Und Antitranspirant also, vielleicht noch ganz gut. Wir sind leider nicht von beiden Leverkusen gesponsert. Der gleich sie bemühe ich mal drum. müssen ein paar Kontakte hergestellt werden. Ich finde meine innere Mitte, mein inneres Chi oder was auch immer und bereite mich vor auf den eventuell dritten Win von 4 steht für Lifestyle in Folge, nachdem Madlove ja 4 in Folge gleich am Anfang geholt hat. Kann es sein, dass 4 steht für Lifestyle jetzt auf Muschelkaus nochmal zurückschlägt. Kursale Quell ist eine sehr, sehr kleine Map. Hat im Endeffekt so ungefähr gar nichts zu bieten. Auch die Baskets stehen unfassbar nah beieinander. Und wenn ich jetzt wieder drüber nachdenke, Dynamo wäre jetzt schon lustig irgendwie. Also ich habe vor dem letzten Jahr gesagt, es wäre nicht optimal und man muss auch sagen, als 4 steht für Lifestyle gepusht wurde von Madlove einmal, als die ihren 24er-Push hingelegt haben, war das Teamplay nicht optimal. Auch der Dynamo, wir haben einmal diesen bisschen sehr weirden Cooler gesehen. Aber der Punkt ist, sie sind nicht komplett auseinandergefallen mehr, wie in den ersten 3 Games. Sie sind nicht komplett, oder in den ersten 4 Games eigentlich, sind nicht komplett auseinandergefallen. Sie haben gezeigt, dass sie doch zusammen, aber sehr gut zusammenarbeiten können. Und das will ich jetzt genau nochmal sehen. Hier im Game Nummer 7. Hier mit Clamblitz. Range Blaster jetzt auf Seiten von Madlove, sehr interessant. Auf der anderen Seite sehen wir die 1-1 gleiche kommen wie im Game davor. Und wir sind gespannt. Ja, also
kommt von 4 steht für Lifestyle, scheint sich jetzt so ein bisschen eingependelt zu haben. Und der Dynamo scheint sehr gut zu funktionieren. Für Yoshi hat er jedenfalls schon jetzt das dritte Mal ready. Hat er am Start. Und 4 steht für Lifestyle, kriegt ja auf jeden Fall schon mal 2 Picks raus. Die anderen beiden sind hier rechts ein bisschen gefangen. Versuchen sich rauszukämpfen. Und das ist schon mal der Push für 4 steht für Lifestyle. Die kriegen die erste Big rein. Ein kleiner Follow-up kommt nach. Senator schmeißt hier noch ein paar Clamps rein. Und die sind unter 60, haben jetzt bis 50 gepusht. Sehr starker Anfangspush. Und der Dynamo mit dem Pick auf der so stark aus der Dynamo hier raus. Und sie pushen weiter. Der Dynamo kriegt nochmal einen Trade raus. Blaster. Noch nicht wahr. Und das wird jetzt viel Fische, wenn mit dem ersten Push jetzt hier direkt mal 56 Punkte runtergenommen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, würde ich sagen. Der Dynamo mit unfassbar guten Picks hier auch wieder am Ende. Also hier ist so, also ich bin fassungslos. Hier jetzt das Banner Color Screen wieder von 4 steht vielleicht. Und jetzt ist nämlich Madlove das Team, was hier hinten nicht wirklich rauskommt. Und das trotz der kleinen Map Barnacle and Dime. Was für Barnacle and Dime? Brian Water Springs. Also mein Kopf twistet sich auch schon. Der Dynamo hat den Cooler gerade platziert, muss es hier aufpassen. Wird vom Slosher rausgenommen. Situation für 4 steht für Lifestyle. Hier muss jetzt Madlove schauen, wie sie nach vorne kommen. Aber ihnen fehlen die Clamps. Sie haben hinten nur die Clamps. Die haben keine Clamps, nur der Slosher hat davon. Und 4 steht für Lifestyle. Geht rein mit der Wicht und kriegt es zu spät. Oh mein Gott. Die Girl ist da einfach mal durchgelaufen. Aber schenkt Madlove wahrscheinlich jetzt eine Free Pity. Die andere haben sie schon weggenommen. Und ja, aber immer noch Penalty-Punkte raus. 10 waren es genau. Und das, was eigentlich 4 steht für Lifestyle am Anfang zu langsam war, ich würde nicht sagen, sind sie jetzt zu schnell, sondern ist jetzt genau richtig eigentlich. Genau das ist das, was hier gerade Madlove komplett aus dem Konzept quasi bringt. Allerdings, apropos aus dem Konzept bringen, 4 steht für Lifestyle jetzt 3 down. Shio muss aufpassen, muss sich hier komplett zurückziehen. Wird jetzt auch rausgenommen, Delayed Wipe hier. Und jetzt kann Madlove hier mal die erste Beclaim kommen. Und da kommen einige Clamps noch hinterher. Ja, sind jetzt bei 50. Sie haben noch die Pity ready. Die kommt nachgejumpt, wird reingeschmissen. Sind jetzt bei 30. Also, jetzt wird auch Madlove langsam aktiv nach 2,5 Minuten. Werfen auch Clamps rein. Sind jetzt bei 27. Haben noch weitere Clamps. 21. Da kommen noch weitere Clamps rein. Noch mehr kommen rein. Sind bei 12. Sind 9. Oh mein Gott. 9. Der Slosher hätte theoretisch die 3 letzten Clamps, die es brauchen würde. Hat jetzt aber sich sogar die Big Clam gemacht. Auf 9 in einem Push. Das ist eine Ansage. Auf jeden Fall sehr stark. Und da muss 4 steht für Lifestyle jetzt nachlegen. Sind sehr zentriert auf einem Ort. Zuka kommt raus. Kuda kommt raus. Sie haben die Pity vom Spawn genommen. Kriegen den ersten Pick. Kriegen 2 Picks. Sie haben 21 Muscheln. 2 Picks. Und sie kriegen es gescored. Ein Trade hier, kriegen 2. Das ist so wichtig, das ist so gut, was die hier machen, das ist unfassbar. Das ist so cool. Stille im VC bei den Kommentatoren heißt eigentlich 2 Dinge. Entweder die Kommentatoren können sich überhaupt nicht leiden, oder es ist passiert das, was wir hier sehen. Oder beides. So, dieses Double Comeback von 4 steht für Lifestyle, was wir jetzt zum zweiten Mal in Folge gesehen haben. Es ist an Unfassbarkeit bald nicht mehr zu übertreffen. Der Dynamo läuft da durch mit dem Spatter Color Screen. Genau richtig. Vorher der Coole, dann der Screen. Oder andersrum. Ich glaube, erst der Screen, dann der Coole. Die beiden letzten Mates von Madlove links in die Ecke gedrängt zu den Grades hinter quasi. Dann kommt der Dynamo da rein, scored. Die 52 schafft in der Ecke. Er killt den Range Blaster, der von oben runterkommt. Tradet sich dann, also tradet sich nicht direkt, aber quasi wird dann von der 52 rausgenommen, die dann wiederum von wen anders rausgenommen wird. Von irgendwoher kommt noch eine andere Big Clam. Und dann noch eine einzige Clam für das Ende des Games. Also, was 4 steht für Lifestyle da zum Ende nochmal rausgeholt hat, das war unglaublich. Auch ihre Überlegenheit, was die Muscheln angeht. Sie hatten, bevor der Push losging, 21 Muscheln und konnten das dann relativ einfach KO'en, sage ich mal. Und das haben sie dann ja auch wahr werden lassen in einem phänomenalen Endpush. Und was Madlove am Anfang rausgehauen, das war
auch am Anfang rausgehauen hat. Das war unglaublich. Aber was viel steht für Lifestyle jetzt raushaut, das ist noch viel beeindruckender. Und es hat auf jeden Fall Game 9 Potenzial. Auf jeden Fall. Das will ich jetzt auch mal ganz schwer hoffen. Also wir bringen jetzt einfach kurz schnell Operation Goldfisch Manta Maria hinter uns, wo viel steht für Lifestyle einmal schön gleich glatt durchrasieren wird. Obwohl ich mir da nicht sicher bin, ob da nicht vielleicht Yoshi wieder auf den Sploosh wechseln will. Rainmaker ja, das ist eigentlich das Game gewesen, was mit am ausschlaggebendsten in Richtung Mad Love war, vorhin auf Crabble Capital. Aber da hat er ja Sploosh gespielt und es hat anscheinend genau nicht so eben gut funktioniert. Deswegen. Mal sehen. Also, ich könnte mir auch Dynamo wieder vorstellen, weil es jetzt die letzten Runden sehr gut funktioniert hat. Und auch auf Manta Maria ist natürlich so ein Dynamo auch sehr, sehr gefährlich, weil es natürlich viele Höhen hat. Und wenn er da oben auf den Grade steht oder auf Bunker, kann er einmal rüberschießen über diese Wall bei Bunker und kann da auch massig an Paint und an Kills holen. Also mal sehen, was hier beide Teams jetzt auspacken. Und die bleiben gleich, aber holen interessanterweise eine Ballpoint raus. Ballpoint Nouveau, du sagst es, mit dem Ink weg. Das ist natürlich auch immer interessant auf Rainmaker. Aber da der Counterplay im Gegnerteam ja direkt mit dabei, mit dem Spartaner Stamper Nouveau, mit der kann natürlich einfach durch den durchslashen. Erster Down, direkt, wer viel steht für Lifestyle, kein guter Start, direkt meine Dynamo hat den Cooler im Anschlag. Aber wieder zwei Down, wo geht die Gale denn hin? Was macht die Gale? Kommt jetzt gleich von hinten, während hier Metal auf direkt sich mal den Checkpoint holt. Der Dynamo mit den schönen Doppelten. Und es ist einer nur noch am Leben bei Mad Love. Dynamo geht hier zurück in die Mitte und ist sehr präsent. Kriegt noch einen Pick raus. Unglaublich. Hat jetzt keine Tinte mehr. Springt zum Mate. Screen ist nicht ganz optimal platziert. Dynamo kriegt hier noch einen Pick raus. Rainmaker wird resettet. Und das ist jetzt die Möglichkeit für, viel steht für Lifestyle. Aber sie kriegen es nicht ganz gelegt. Und Mad Love sichert sich hier wieder den Rainmaker. Und da steht Yoshi mit runter. Dem Dynamo. Ja, ist jetzt hier oben auf Banke. Wird rausgenommen und viel steht für Lifestyle. Ein bisschen in Bedrängnis. Mad Love. Schönes Schwarz-Weiß-Bild hier. Und Mad Love pusht weiter runter. Und können nicht wirklich aufgehalten werden. Ja, gut, jetzt auf 37. Der Shark ist noch der Slosher, der hier in seinem Top-Game kann in seinem raus, sein, das ist immer wichtig. Wird aber hier gleich erkannt von der 52 tatsächlich. Das wäre jetzt mal vielleicht so ein bisschen die Möglichkeit zurück im Mittel. Ich habe nichts gesagt. Wieder zwei Down auf Seiten von 4 steht für Lifestyle, hier quasi im freien Fall. Machen den Reset jetzt von Rainmaker in die Mitte von der Ballpoint. 3 Minuten noch auf der Uhr und wir sehen der Slosher und die 52 komplett hier auf dem Bunker hier von 4 steht für Lifestyle und die, auch die Mitte dahinter dann offensichtlich auch komplett in Farben von 4 steht für Lifestyle, komplett in grün, aber jetzt wird auch die Trazooka will hier vielleicht noch einen Pickup Rainmaker holen, kriegt den nicht. Hier an der Wand hängt der Slosher, will hier mal schauen, ob er die 52 rauskriegen kann, kriegt diesen Pick raus. Hier links fightet der Shot gegen irgendwelche anderen Leute, der Dynamo tradet sich gegen den Rainmaker. Ja, Dynamo kriegt hier noch einen Trade raus. Die Ballpoint jetzt hier gegen die Gale, aber unglücklicherweise steht da noch die Wall. Schafft es also nicht, gegen die Gale anzukommen. Und Mad Love ist hier wieder am Pushen. Rainmaker hat gut Space. 2 tot auf Seite von 4 steht für Lifestyle. Und sie kriegen es weiter gepusht. Sind jetzt bei 27. Aber nur noch. Wäre so wichtig für die Wipe, wäre so wichtig für 4 steht für Lifestyle. Aber sie, der Stamper kommt in mit. Und du musst jetzt schauen, wie können sie es jetzt schaffen, die Mitte wieder zurückzuerobern. Wir sehen, dass Loschen, die selbst sind quasi noch hinten in den Spawn, aber der Stamper in Mid und die 52. Der Stamper wurde rausgenommen. Athem ist jetzt links, hier mit dem Sweater-Color-Screen und der 52, versucht jetzt hier nach vorne zu gehen. Wir haben die Mitte auf jeden Fall mal erobert, zum ersten Mal in diesem Game versuchen, über Cut über die rechte Seite zu gehen, aber der Rainmaker ist runter. Und damit, oh, das ist so bitter. Das war so gut vorbereitet. Und dann fällt er runter. Müssen jetzt einen erneuten Push starten, aber haben natürlich keine gute Ausgangslage. Da steht Mad Love deutlich besser und haben auch die Specials ready. Stamper hier mit dem Grab Tank, glaube ich, hatte. Aber ist einer, die Geld ist wieder tot auf Seite von Mad Love. Grab Tank kommt jetzt raus.
kämpft gegen den Dynamo, muss sich aber quasi einrollen und wird dann rausgenommen. Dynamo hier zusammen mit der Gel sehr, sehr stark. Und sie wollen wieder pushen. Schönes Double-Teaming, ja. Jetzt auch mit dem Ink weg, den Jake, den Rainmaker gedankt. Sehr, sehr gut gemacht. Genau das ist der Spirit, den wir sehen wollen hier. Von 4 steht für Lifestyle, aber der Dynamo kriegt es nicht hin. Wird gerobbt. Das ist nur noch der Shot, der da übrig ist. Steht ja der sehr ungünstigen Position, aber pusht einfach oder läuft einfach die ganze Zeit durch die Gegend, hätte keine Ahnung, was er hier macht. Irgendwas komisches. Ja, kam aber nicht raus. Jetzt sind auch nur noch 45 Sekunden zu spielen und das sieht nicht wirklich gut aus für 4 steht für Lifestyle. Mad Love will das hier sehr einfach halten. Sind sehr, sehr defensiv. Yoshi fällt auf Map. No, der Dynamo. Tschüss. Hat es oben gerade gesehen. Aber wir haben die Situation, wie wir sie vorhin auch wieder hatten. Jules steht jetzt hier mit dem Rainmaker links auf oder jetzt rechts auf der eigenen Plätt und mit dem Crab können sie hier jetzt die letzten 10 Sekunden wahrscheinlich auch noch. Na, ist auch noch wieder gefallen. Und das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Ich springe noch runter, aber das ist das Game. Und damit gewinnt das Mad Love hier 5-3 und hat die Siegesserie jetzt hier von 4 steht für Lifestyle sehr, sehr stark beendet. Ja, das ist richtig. Es wurde auf dem Scoreboard gerade so eingeblendet, wie wir es gerne gehabt hätten. Und zwar zum 4-4 ist es leider nicht geworden, das 5-3 für Mad Love. Nichtsdestotrotz, es ist eins der besten Sets, würde ich sagen, die ich bisher hier in der DSB diesen gesehen habe. Acht. so ein Comeback von 4 steht für Lifestyle zu pullen. Mit der Comp, mit der sie da angekommen sind, das grenzt wirklich an ein Wunder. Und mein allergrößten Respekt an 4 steht für Lifestyle, mit der Comp wirklich auch so weit zu kommen. Und natürlich auch an Mad Love für dieses Durchhaltevermögen, da am Ende dann wirklich auch das so auszuspielen mit der Comp, wie es auf Rainmaker davor schon gepasst hat, wie es da funktioniert hat, das da nochmal dann so zurückzukommen und dann doch nochmal am Ende nach 3 verlorenen Games den Riegel vorzuschieben, alles unter Dach und Fach zu bringen. Ja, und es war halt auch wieder Rainmaker, muss man dazu sagen. Beim ersten Mal Rainmaker haben sie das sehr, sehr dominant gespielt und haben 4 steht vielleicht da keine Möglichkeit gelassen. Und auch beim zweiten wurde es sehr dominant runtergespielt und auch hier hatte 4 steht vielleicht halt fast keine Möglichkeit, irgendwas zu machen. Wie dem auch sei, wir haben jetzt gleich noch ein Interview. Beide Leute sind schon ready im Interview, VC, und müssen gleich nur noch rübergezogen werden. Wollen wir dann einfach mal, würde ich sagen. Und dann begrüßen wir die beiden Herrschaften. Wir begrüßen Bungie und Lavi bei uns im offiziellen DSB-Interview. Erstmal ganz herzlichen Glückwunsch an euch zum Sieg in Woche 5 in Division 1. Also sagen wir der Nachholwoche in Division 1. Danke. Vielen Dank. So. Ich hoffe, bei euch sind die Feelings auch so, ich sag mal so, Puls 200, Sauerstoffzelt und nachher gleich ein Psychiater, so ähnlich wie bei uns. Aber ja, Psychiater gleich, weil wir scheiße gespielt haben natürlich. Unterschreiben? Es war sehr interessant, was gespielt wurde. Ansonsten hättet ihr uns nicht so die Nerven und auch die Stimmbänder geraubt, sag ich mal. Also es war wirklich... Hier war es komplett Eskalation, aber wie war es denn bei euch im VC? Seid ihr auch so ausgeflippt, als da hier steht für Lifestyle nochmal dieses sehr starke Comeback gemacht hat? Ja, also wir waren überrascht, weil wir den Dynamo nicht erwartet haben und die ganze Zeit deswegen verloren haben, weil wir keine Range hatten, um den zu killen. Generell hat der Dynamo alles schwieriger gemacht, aber an sich. Ja, das haben wir mitbekommen. Der Dynamo war tatsächlich schon so ein bisschen das ausschlaggebende Argument. Im Endeffekt, die ersten 4 Games waren ja relativ eindeutig für euch. Es wurde Tennis ja auch immer noch eindeutiger. Ich sag mal, gerade dann gegipfelt ja in Operation Goldfish und auf Crab Lake Capital. Das war ja sehr eindeutig, wo ihr quasi die ganze Zeit nur im Gegner spawnen wart.
da dann quasi so einen Dämpfer reingedrückt zu bekommen. Also ich meine, ihr habt im Game drauf ja dann auf Roborom, habt ihr ja dann Red Pencil gespielt und Zap. Aber ich denke nicht, dass den Dynamo erwartet hat. Das heißt, was waren da die Überlegungen dahinter dann? Wir wollten einfach nochmal am Ende anderes ausprobieren. Und ich bin auch dort geblieben, weil ich dachte, dass wir die Super blocken. Aber wenn ich da für den Sample gewesen wäre, wäre natürlich besser gewesen. Aber in Dynamo erwartet man jetzt nicht einfach so, wenn man davor die ganze Zeit gegen Junior gespielt hat. Ja, das stimmt natürlich. Und vor allem, du hast schon gesagt, Herrschaft auf Roboram. Haben sie ja komplett nochmal ihre Comp beendet. Also Explode Dynamo und mit dem Tent, was habt ihr euch da gedacht? Also wie habt ihr da irgendwie drauf reagiert im VC? Was waren da so eure Gedanken? Erstmal schwierig durchzubrechen. Ja, die haben viel Paint und dann diese Sukas. War halt generell schwierig da reinzukommen und dann konnten die schnell einen Retake machen. Ah, das stimmt natürlich. Also man hat auch gesehen, ihr hattet dann wirklich Probleme reinzukommen. Also würdet ihr sagen, dass wer würdet ihr sagen, hat dann so wirklich die meisten Probleme gemacht? Ich würde dann mal sagen, der Expo sogar, weil der konnte so viel painten, wo wir nicht, da konnten wir uns einfach nicht mehr bewegen. Er kann natürlich sowohl euch den Paint wegnehmen, als auch vor allem seinen eigenen Mates den Paint selber geben. Das ist natürlich für so ein Dynamo, also für so ein Ten natürlich schon noch insane wichtig. Ich fand auf jeden Fall Explo und Dynamo schwierig, weil der Dynamo ganz Zeit Racer war und wir den aus irgendeinem Grund nicht zusammen geklärt haben, sondern einfach einzeln draufgegangen sind. War halt dumm in der Situation. Dann hat man die ganze Zeit keinen Paint gehabt, weil der Explo gepaintet hat. Und da war es halt dann schwer reinzukommen. Und am Ende sind wir, glaube ich, am Rand Zuckers Storm, wenn wir geholt haben, aufgebaut haben. Kampf war einfach sehr unerwartet. Deswegen haben wir da ein bisschen gewürdelt. Ja klar, unerwartet kommt selten, aber wenn es kommt, ist es, gut, ich will es nicht sagen Genickbruch, aber es ist halt schwierig damit umzugehen, logisch. Das ist jetzt euer dritter Win, also 3-1 steht es für euch jetzt im Moment der DSB. Habt ihr noch ein weiteres Game diese Woche gegen Blanksy, ist das letzte Jahr dann. Ja. Aber ich würde sagen, wir können schon mal jetzt einen kleinen Rückblick auf die Saison machen. Wo hättet ihr euch denn gesehen im Vergleich zu dem, wo ihr jetzt steht? Persönlich hätte eigentlich erwartet, dass wir gegen Kulipa Refrain so. Aber ist jetzt nicht so. 5-1 los für euch? Ja, die einfach besseres Team für mich einfach lassen. War halt da besser. Aber ansonsten eigentlich schon bei Playoffs, ehrlich. Aber ich weiß nicht, ob wir die gerade erreichen können jetzt, weil wir 3 Games gedroppt haben. Na, nee, also theoretisch geht es ja nur nach den Punkten. Und wenn man da jetzt den jetzigen Sieg zurechnet, dann habt ihr insgesamt 16 Punkte, 3 Siege und eine Niederlage und habt damit 1 Punkt mehr als Dua Lipa Fanclub, die nur 15 Punkte haben, 3 Siege und eine Niederlage. Das heißt, wenn ihr jetzt noch das letzte Match gegen Blanksy gewinnt, dann seid ihr auf jeden Fall safe in den Playoffs und dann geht es auch gar nicht nach der Punktedifferenz, dass ihr halt die Matches verloren habt. Geht halt erst nach den Punkten. Also nur wenn wir 5 Punkte sind oder eigentlich? Wenn ihr 5 Punkte. Genau, also wenn ihr 5-0 spielt, seid ihr automatisch weiter. Wenn ihr 5-1 verliert, dann kommt es darauf an, was Dua Lipa Fanclub noch zusammenspielt gegen. Gegen wen haben die? Gegen Yui und die Prinzessin im Bande. Jemand davon aus, dass das gewinnen, ehrlich zu sein. Ja, dann müsst ihr wohl auch gewinnen, ja? Ja, letztes verbleibendes Game für euch dann noch gegen Blanksy. Kurzer Ausblick darauf, wie schätzt ihr das ein? Ganz kurz einfach ein Score. Ich gehe mal von einem 5-1 oder 5. Würde ich mal eher sagen, dass ihr dann 5-0 holt, ne? Sonst wird es schwierig mit den Playoffs eventuell. Boah. So wichtig sind Playoffs jetzt auch nicht, um ehrlich zu sein. Naja, gut, dann. Hast du noch was anzumerken?
Nicht wirklich. Also ja, eigentlich wurde ja schon alles gesagt. Hier jetzt auch keine plausible Frage aus dem Chat. Ich gucke schon drauf, aber sind da nicht wirklich was. Naja, ich bin auch ratlos. Dann würde ich sagen, noch irgendwelche abschließenden Worte, so zum Ende, irgendwelche Grüße, keine Ahnung, wollt ihr noch irgendwas sagen? Ich finde, Niki soll im +3 reinkommen. Er ist ein sehr guter Pencil-Spieler natürlich. Einmal ganz liebe Grüße natürlich an Julian und auch Galigrü an Till. Dann nehmen wir das so mit auf jeden Fall und bedanken uns bei euch und nochmal herzlichen Glückwunsch an euren Sieg heute in Div 1 und wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke, gleichfalls. Tschüss. Und euch auch. Tschüss. Ciao, ciao. Alright. Wie ist dann sind so die beiden. Wir reden nämlich drüber zu Splatty 200. Danke für die Leuten. Zum Glück, Leute, lass da auf jeden Fall ein bisschen Liebe da und ich würde sagen, das letzte Wort für heute hast du. Ja, also das war's erstmal für heute. Wir sehen uns vielleicht die kommenden Tage noch wieder mit einem anderen Stream und wünschen euch noch einen schönen Abend. Bis dann. Ciao, ciao.